Verdammt, Sporen. Ich hasse die Dinger.
Na bitte. So viel dazu. Ich muss zu Ellie. Okay. Ja, das ist gut. Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Er darf nicht entkommen. Die Küche! Ah! Ein Arschloch!
Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Bleib da, okay? Klar, Joel. Ich geh nirgendwo hin. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das.
Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Ja, du hast immer recht. Warum noch reden? Geh einfach weg, Joel. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Okay. Als ich dachte. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Jetzt schieb. Schieb. Mach ich ja. Schieb fester. Na also. Gehen wir. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut, ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen.